Die Sendung heute ist ein wie eine grosse Geburtstagsparty. 41. 80. Jemand hält eine Rede. Und am Ende gibt es noch eine süße Überraschung. Schön feiern Sie mit. Er war über Jahrzehnte ein fixer Bestandteil des Zürcher Kulturkalenders. Der Bernhard Apero im Zürcher Bernhard Theater. Ein bunter Abend mit Musik und prominenten Gästen. Bernhard Apero, so heisst unsere Show. In den 70er Jahren ist der Anlass vom Entertainer Hans Gmür ins Leben gerufen worden. Jetzt lebt Bernhard Apero wieder auf, allerdings als Matinee und mit einem neuen Moderator, dem Altbundesrat Moritz Leuenberger. Der Karel Gott, unter anderem Sänger vom berühmten Biene-Meier-Song, leidet seit dem Sommer an Herzrhythmusstörungen. Vor wenigen Wochen ist er nach einem Schwächeanfall sogar in eine Herzklinik gebracht worden. Jetzt hat sich herausgestellt, es ist alles noch viel schlimmer. Auch Bastian Baker, seine Karriere ist am florieren. Aber er weiss eben auch ganz genau, wie man es macht. Für ihn passieren G-Stars in der Unterhose oder Missen mit Duckface und das alles gratis und franco. Welche und wieso, sehen Sie auf unserer Webseite. Apropos Karriere, da ist Sini natürlich unvergleichlich. Der Alain Delon ist einer der ganz grossen französischen Filmlegenden und hat am kommenden Wochenende so richtig etwas zu feiern. Das hier, das kann jeder. Also jeder Schokofabrikant. Spannend wird es dann, wenn man mit Schoki anfängt, richtige Skulpturen zu bilden. Eine unglaubliche Feinarbeit. Und der Beruf von der Geraldine Maras. Sie ist Chocolatière und zwar eine der besten. Bei den Weltmeisterschaften in Paris war die Schweizerin die einzige Frau unter den 10 Finalistinnen. Ja, Schoki werden wir im nächsten Monat sicher noch genug essen. Dann allerdings nicht in Kuhform, sondern als Samichlaus oder Weihnachtskugeln. Bei uns herrscht aber morgen schon ein bisschen Weihnachtsstimmung in der Sendung mit spenden- und sparfreudigen Prominenten. Hoffentlich mit Ihnen. Machen Sie es gut. Einen süßen Abend.